Oberflächlich betrachtet ist die Straße vor der Deponie Diebesstieg in Salzgitter kein geeigneter Ort für eine Naturbeobachtung. Und doch wurden auf dem Feld gegenüber im August außergewöhnlich viele Weißstörche gesichtet. Georg Fiedler, ehrenamtlicher Weißstorchbetreuer in der Region Braunschweig, hat akribisch festgehalten, wie sich die Ansammlung von Weißstörchen hier entwickelte. Am 3. August ungefähr 35, am 7. August habe ich 61 gleichzeitig gesehen und schätze die Gesamtzahl auf 70. Am 14. August habe ich 58 gleichzeitig gesehen und gehe von ebenfalls etwa 70 aus. Und am 16. August habe ich an den Schlafplätzen 98 gezählt. Das war hier das Maximum. Zwei Tage später waren es noch 48. Er vermutet den Grund für das erhöhte Aufkommen in der direkten Nachbarschaft. In dem Biomüll haben die Störche Nahrung herausgeholt. Aber es gab noch einen anderen Aspekt, der gerade angesichts der Trockenheit bedeutsam war. Es ist dort eine Fläche gewässert worden gegen die Staubbildung. Und dort haben die Störche getrunken und zum Teil sogar regelrecht geplanscht. Und sie hatten hier Wasser, das sie in anderen Jahren anderswo gehabt hätten, aber in diesem Jahr eben nicht. Seine Arbeit, die er unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund NABU und dem Artenschutzzentrum Leiferde ausübt, hält auch Erfolgserlebnisse bereit. Also ein Beispiel einer gelungenen Pflege ist ein Jungstorch aus Vechelde, der 2015 nach Leiferde eingeliefert wurde von mir, der dann dort artgerecht abgezogen ist und in diesem Jahr zurückgekehrt ist, in Gifhornwinkel gebrütet hat, ein Junges aufgezogen hat und dieses Junge habe ich hier abgelesen. So schließt sich der Kreis, als ob er mir hätte zeigen wollen, das ist mein Junges und das lebt, weil du mich damals gerettet hast. Auch der NABU setzt sich für den Weißstorch ein. Ja, also ich bin erstmal erstaunt, wie viele Menschen tatsächlich das jetzt hier wahrgenommen haben und sich eben auch anscheinend über den Weißstorch ja freuen und einen Bezug dafür zu haben. Und ich hoffe, dass wir das eben auch nutzen, um den Weißstorch langfristig weiterhin zu schützen. Und da zum Beispiel eben auch drüber nachzudenken, dass sich das Nahrungsangebot zum Beispiel in unserer Kulturlandschaft nicht verschlechtert für den Weißstorch. Er hat ja mit seinem Lebensraum auch enorme Verluste hinnehmen müssen durch den Verlust an Grünlandflächen oder eben auch Flussauen. Und dass wir uns auch weiterhin stark machen, eben zum Beispiel die Stromleitung oder ähnliches so ja, einzurichten, dass eben kein Stromtod dem Weißstorch zukünftig droht. Mittlerweile sind die Störche bereits weitergezogen und stattdessen bevölkern Möwen die Dächer der Deponiegebäude. Doch der Weißstorchbeauftragte kennt auch einzelne Störche, die nicht in den Süden ziehen. Es hat einen Storch gegeben, den man hier eigentlich jeden Winter antrifft. Der fällt durch einen gelben Ring auf. In meinem Wohnort Rosheim in Sachsen-Anhalt ist er auch schon gesichtet worden. An sich nistet er weiter Richtung Magdeburg. Und der ist in seinem Leben nie gezogen und durchstreift dann im Winter die Region, also praktisch zwischen Magdeburg und Salzgitter, auf der Suche nach Fressbarem. Möglicherweise hilft ihm dabei die gleiche Taktik, die auch im Sommer das Überleben sicherte. Wie können die Menschen dem Storch das Leben erleichtern? Sie sollten den Störchen nicht so sehr auf die Pelle rücken. Das heißt, ihnen nicht im Gelände nachlaufen, vor allen Dingen Hunde an die Leine nehmen und den Störchen also ihre natürlichen Reviere lassen. Und vielleicht können wir uns dann im nächsten Jahr zusammen mit Georg Fiedler über den Besuch von noch mehr Störchen freuen.